Der St. Marxer Friedhof wurde als kommunaler Friedhof von 1784 bis 1874 belegt. Hunderte bedeutende Persönlichkeiten, Künstler, Wissenschaftler, Politiker und andere Persönlichkeiten fanden hier ihre letzte Ruhe. Von mehr als 8000 Gräbern sind rund 5600 erhalten geblieben. Nach der Eröffnung des Wiener Zentralfriedhofs in Simmering 1874 wurde der St. Marxer Friedhof stillgelegt und verfiel langsam. 1936-37 wurde die Anlage erstmals instand gesetzt und unter Denkmalschutz gestellt. 1937 wurde der Friedhof der Öffentlichkeit zum Besuch freigegeben. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Friedhof teilweise zerstört. Nach der Wiederherstellung ist der St. Marxer Friedhof heute Gedenkstätte, Kulturdenkmal und Parkanlage. Heute zählt der St. Marxer Friedhof zu den bedeutendsten Friedhöfen der Welt. Die Grünanlage lädt zu gemütlichen Spaziergängen auf den Wegen zwischen den Grabsteinen in einem gepflegt verwilderten Areal ein. Der Friedhof ist ein Ort der Entspannung und Besinnung. Für Wien-Besucher ist das Biedermeier-Juwel leicht erreichbar mit den Straßenbahnlinien 18 oder 71 bis zur Haltestelle St. Max oder mit der Schnellbahn E7 ebenfalls Haltestelle St. Max.